Hallo Ladies and Gents, der Dennis und ich sind unterwegs auf einer Umleitung. Ich weiß gar nicht genau, wo wir sind. Wir sind irgendwie, wie viele Kilometer noch weg? 100 Kilometer von Nürnberg gab es Stau. Da sind wir noch schnell in den McDonald's reingesprungen und haben was gegessen. Und jetzt am frühen Nachmittag sind wir jetzt unterwegs auf die IWA. Ja, was erwartet uns auf der IWA? Das wissen wir auch noch nicht so richtig. Wir haben uns mal die Stände angeschaut. Wir sind natürlich hauptsächlich in Halle 5. Also wenn jemand mit uns Kontakt aufnehmen will und uns treffen möchte, am besten bei mir auf dem Messenger oder vielleicht eine E-Mail. Oder was meinst du, Dennis? Wie ist es am besten, mit uns in Kontakt zu treten? Das Problem ist, wenn das Video ausgestrahlt wird, sind wir schon wieder heim. Ja gut, das ist okay. Also vergesst das mal. Stimmt. Außer du schneidest heute Abend noch. Wenn wir noch was machen. Also wir gucken mal. Also eben, es sind nicht so viele da aus der chinesischen Vertretung. Ich glaube nur Bestek habe ich gesehen. In Halle 6 oder 7 oder wo auch immer, die sind 4, also nicht in Halle 5. Und sonst die üblichen Verdächtigen aus Amerika ist wenig da, also kein Medford, kein Microtech. Blue Ridge ist da, Blue Ridge Knives sind da und Spartan Blades sind da und sonst weiß ich auch nicht, wer sonst aus Amerika da. Hast du mal geschaut, Dennis? Ich weiß gar nicht. Also, wir gucken mal, ob es besser ist wie letztes Jahr. Wir hoffen doch mal. Und wenn wir auf der Messe sind, melden wir uns wieder. Ja, hallo Freunde. Wir sind angekommen, endlich. Am späten Nachmittag. Die ersten Leute gehen schon nach Hause, wir gehen erst rein. Aber wir haben ja die nächsten Tage ein bisschen Zeit hier zu schauen. Wir hatten es heute nicht eilig. Aber jetzt schauen wir nochmal. Die letzten werden die ersten sein. Genau, die letzten werden die ersten sein. Dafür haben wir ja noch schön Parkplatz vor der Tür bekommen. Jetzt gehen wir mal rein, gucken mal, wer da ist. Und dann werden wir von drin aus heute noch mal ein bisschen berichten und dann geht es erst morgen ein bisschen ans Business machen. Also, ja, los geht's. Bist fertig? Wir wollen rein. Ja, ich warte auf dich. Soll ich das jetzt? Ja, Mahlzeit, Freunde. Wir sind in Halle 5. Hier sind ein paar Messerstände, aber so 50% bis 2/3 der Halle haben sie inzwischen mit anderen Waffen. Ständen aufgefüllt, damit es hier nicht so leer aussieht. Ne? Wir müssen uns erstmal einen Eindruck verschaffen. Und dann schauen wir mal weiter. Wir waren auf jeden Fall schon bei Lion Steel, bei Fox Knives, was sage ich denn? Und haben da unsere Prototypen abholen können für die neuen Goodie-Messer. Guck mal, das sind die neuen Tapio-Messer, die kommen. Surreal. Hochhaus-Knives, kannst du zeigen. So. Wir haben jetzt mal für uns Bilder gemacht, weil wir werden immer kritisiert, dass wir so schlechte Bilder machen. Jetzt haben es mal uns Bilder gemacht. Also das sind die neuen Hochhaus, die kommen werden. Aus Finnland. Hat er mir gerade eine Message geschickt. Also kommen auch noch, das neue Modell kommt auch noch. Ja, schaut wieder aus. Schauen wir mal weiter. Und Jackknife haben wir schon getroffen. War natürlich auch gleich hier am Stand. Nee, die Prominenz ist auch da, gell? Hier. Wer macht der Kapitän? Der macht der. Achso, du machst ein Video. Achso, das geht jetzt nicht. Also. Das ist rein live, wenn er hier lebt und lebt, er steht immer nur still da. Ja, genau, ich bewege mich überhaupt nicht. Nur in den Videos. Das heißt, das ist der berühmte Richie. Oh Mann. Richie Knife, Instagram. Ja, die YouTube-Provenienz ist auch da, Reini ist da, also wird mit Sicherheit noch eine lustige Geschichte hier. Ja, da vorne ist Spartan Blades. Ja, guck mal, es gibt immerhin wieder mal den US-Pavillon. Ne? Diese Gents, könnt ihr euch erinnern, Straßburg, der Belgier mit den vielen EDC in der Tasche, Pocket Dump, da ist er wieder, Christoph. Christoph ist überall zu finden. Heute mich. Heute. Oh. Heute Omega. Oh, okay. Also, was haben wir denn Schönster? Oh, das kannst du schon nicht behalten. Das brauche ich. Das natürlich wird beschlagnahmt. Schau mal, wie viele hat. Ich dachte, dein letztes hast du an mir verkauft. Nee, das mal, schau mal, schau mal. Ich habe noch 100 für. Oh, das ist aber schön. Wo gibt's denn das? Das ist der Rascal, my friends. Ah, geil, wo kann man das kaufen? Ja. Und heute ist DBK, Antique Silver. Ja. Sehr geil. Ja, Christoph hat immer das meiste EDC am Mann, da kann man das ganze Spielfilm länger drehen, nur mit seinen Sachen. And you can scan DBK. Scan me.
So, wie alt ist das? Wenn schon nicht viele Stände da sind, sind wenigstens wieder die richtigen Leute da, dann wird es gleich wieder lustig und interessant, ne? So, Dennis. Ja. Pocket Dump from, Pocket Dump. Pocket Dump. Nummer, okay, was haben wir hier? USB. USB, schön Messing. Was? Genau, ja. Sehr schön. Von welchem Jahr ist das? Special Knife from Swissa. Ja, Swissa. Sehr schön, ja. One Hand Opening. Das ist eine richtige Brille. Flashlight? Für das Mikado. Ja. Was haben wir noch? Ah, warte, ich muss jetzt sehen. Oh, aber auch cool. Graviert. Watch, Uhr. Wo ist die? Ja, Tissot, sehr schön. Swissmade. Genau. Automatik Chronograph, sehr gut. Alles Sweet. Das war's. Okay, danke. Ja, sonst. Oh nein. Geld. Wallets. Geld. Ja, braucht man. Sehr gut, geil. Ja, und wenn es mal raus ins Grüne geht, gibt es hier bei der Tochterfirma von Foxknife, DEFCON 5, das richtige Equipment für Outdoor. Statten ja auch diverse Einheiten in Italien aus. Dann Ricci schon wieder am Arbeiten. Ja, Freunde, richtig schön. Automatic Knife von besser Unterlage. Ja, great, thank you very much. New Automatic Knives von Fox Knives. Hier mit Sicherungsschalter und dann hier schön. Und das geniale 85 mm Klingenlänge. Also genau am deutschen Maximum. Guten Morgen, Freunde. Wir sind wieder auf dem Weg zur Messe. Autobahn ist Gott sei Dank frei. Und ja, Hubert hat schon angerufen. Er ist schon auf der Messe. Den werden wir heute auch noch treffen. Und ja, wird bestimmt ein interessanter Messetag. Haben einige Termine. Treffen noch ein paar Leute. Und ja, ich werde die Kamera natürlich ein bisschen laufen lassen, wo es möglich ist. Und ja, dann schauen wir mal, was heute so passiert. Ne? Also viel Spaß, Freunde. Ne? Ja, der Ansturm heute Morgen hält sich in Grenzen. So. Schauen wir mal kurz in der Presse-Lounge vorbei. Wir warten gerade noch auf Andreas und seine Familie. Wir haben das Parkhaus verlassen, den Bus genommen. Der hielt gerade vor uns, war ganz praktisch. So. Dann schauen wir mal. Wir wollen uns heute ja noch mit dem Sigi Pop treffen. Vielleicht treffen wir den hier dann heute auch noch. Ja, Freunde, hier hätten wir dann das neue TFG-Mobil. Ein umgebauter Unimog. Richtig geil. Das ist ja nicht mal ein Campingmobil. Oder hier die coolen Aufsätze auf große Pickups. Das ist ja cool. Campingaufbau auf dem Pickup. So, jetzt gehen wir mal in Halle 5 zu der Messe, weil deswegen sind wir ja da. Ja, Freunde, schaut euch mal dieses schöne THC-Knife an. Japanischer Stil. Richtig geil. Wir haben gerade den Owner von William Knives kennengelernt. Und ja, mal schauen, ob es da eine Zusammenarbeit gibt.
Richtig geil. Das nächste Modell, eine Nummer größer. Und das Geniale daran ist, die Klingenlänge beträgt genau 11,9 cm. Da hat er sich nämlich schlau gemacht, was in Deutschland noch legal to carry ist. Mit 11,9 sind wir hier nämlich schön 1 mm drunter. Fettcarbon. THC William Knives Corporation. Watch Check. TFG Watches. Ja. Aber wir haben schon was gefunden hier. Der Williams, der wohnt in Frankreich, weil seine Frau Französin ist. Also der kann sogar ein bisschen Deutsch. Und THC macht die Messer. Das sind doch so ein kleines Snacky, das ist doch geil. Dann wollen wir gerade ein Video machen jetzt. Ja, Soft Air ist ein riesen Ding geworden. Die halbe Halle ist hier mit Soft Air voll. Ja, ist ganz gut, dann ist es hier nicht so leer, nur mit einer halben Halle voller Messerstände. Dann haben sie hier noch Soft Air reingepackt. Wir sind auch jetzt gerade, also waren gestern mal kurz hier auf der Messe, ganz kurz nur. Und waren nur bei. Wir haben jetzt da. Ja, immer was gewesen. Wir sind auf So, Matthias Dittgen vom Outdoor-Buddy ist hier, ne? YouTube-Kanal Outdoor-Buddy suchen, abonnieren, Daumen, Glocke, ist volle Programm, ihr wisst Bescheid. Das ist hier. So ein ja, Survival-Trainer-Buddy. Ja, genau, die ist mit dem Sepp Waltenberg so ein bisschen. Hier. Güdi, Daumen hoch, Glocke, abonnieren, das volle Programm. Aber Güdi, du bist bei Instagram, gell? Ja. Güdi von Puppel bei Instagram suchen, abonnieren, Daumen hoch, Glocke anschalten, gibt's zwar keine, aber egal. Instagram, Facebook, volle Programm. Ja, ja. Güdi 2.0. So was glaube ich. Ja, im Mai ist das. Ne? Was war das auch wieder? Ich weiß nicht mehr. Ja, es ist Social Media, Güdi, ne? Ja, ja, ja. Da können sich andere Messermacher eine Scheibe bei ihm abschneiden, ne? Da ist er immer schön online in allen Medien zu treffen, ne? Das ist sehr löblich. 40 ist er geworden, der Kerl. Die Jungs sind auch nicht mehr so jung. Das sind ja mal richtig schöne kleine Taschenmesser von Fox Knives. Optimal für EDC. Gibt es halt mit Titangriffschalen und der Klingenstahl ist M96. Hier die zweitgrößte Variante. Und hier die ganz große Variante, da ist sogar noch eine kleine Säge mit dran. Richtig geil. Mal schauen, vielleicht können wir hier welche importieren. Mir gefällt das hier mit den vier Standardwerkzeugen. Es ist größer als ein Classic und kleiner als ein normales Victorinox. Dadurch ist es echt super. Du kannst es noch am Schlüsselbund tragen, du kannst es aber in eine fünfte Pocket Jeans stecken oder einfach in ein EDC-Täschle werfen. Ein richtig schön. So, und jetzt ist hier, ne? Richie, Güdi, Chrissy, Richard Sohn, auch jetzt bei TFG. Hier haben wir die Fox Knives Version vom MR104 mit blanken Rücken, scharf hier zum Feuerstahl anreißen, aggressives Chimping, Griff aus einem Stück, ohne Bolster wie bei uns, aber schön, in Black, schwarz beschichtete Klinge, silberner Rücken und natürlich wie alle MR-Messer sehr angenehme Handlage. Kriegen wir auch welche. Neolox. Okay, es kommt. Das ist der Prototyp. Das Prototyp, wir bekommen es mit ein bisschen mehr weichere Springrang, weil das ist ein bisschen too much. Für mich ist es super.
weil ich weiß genau, es sind ganz viele Leute, die sagen, nein, Juli, das geht nicht. Das ist zu viel Spiel. Also Gudi, sag allen Dingen heute, das ist für die Facebook-Gruppe. Was passiert heute? Aber wir doch, was war auch wieder? Sag mal, sag du mal jetzt, was war es auch wieder? Ja, also wir machen heute Sonderaktion. So, Dille, Freunde, das war's heute. Messetag Nummer 2. War sehr interessant, sehr erfolgreich, aber viel gesehen habe ich nicht. Wir waren den ganzen Tag nur in Besprechungen im italienischen Viertel bei unseren Freunden aus Maniago. Oh, wir haben schöne Sachen gesehen, schöne Sachen bestellt. Ist momentan so eine Geschichte mit den Lieferzeiten und den Stahlzeiten, aber dürft ihr gespannt sein, da kommen tolle neue Produkte. Schöne Taschenmesser, kleine gute für EDCs. Güdi seine neuen Sachen werden einfach Hammer, ey. Und ich habe mit ihm gesprochen über Magna Custom. da wird vielleicht doch was, ne? Also seid gespannt. Morgen haben wir noch ein bisschen Termine und dann am Nachmittag haben wir vielleicht ein bisschen Zeit, noch ein paar Sachen anzuschauen. Und ja, dann erfahrt ihr das natürlich dann hier im Video gleich. Für mich geht es dann erst morgen weiter, ne? Also Freunde, schönen Abend. Hier wird es jetzt langsam leer. Es ist nach 6, die Messe ist ja nicht zu, die Leute gehen. Also schauen wir nochmal hier rüber. Und dann würde ich sagen... Ja. Nachher vielleicht noch ein bisschen, ja, wir gehen wieder essen. Jetzt ist ja die DBK-Jungs sind da, beziehungsweise Martin und Priscilla sind da. Gehen wir noch schön Abendessen, ein bisschen quatschen und dann wird es morgen wieder eine lustige Geschichte mit den Holländern. Wieder Holländer in doppelter Besetzung. Na, Güdi und Martin und Priscilla. Wird lustig. Also Freunde, bis morgen. Ja, guten Morgen, ja. Freunde. Nächster Tag auf Iber. Guten Morgen, meine Freunde. Da sind wir wieder. Genau. Wie hat es dir gestern gefallen? Ja, super. Das war super. Das war super, Dennis. Warte. Sehr gute Geschäfte gemacht, gut geredet, ja, hübsche Abend gehabt, gut genau. Gegessen. Schöne Messer gesehen. Schöne Messer, sehr schöne Messer gesehen. War richtig schön. Ja, ja. Du musst mal kommen hier. Wenn du was singen wolltest, dann musst du hier sein. Das ist, ja, super, super. Schöne Leute, alles Gute. Also, ab auf den Bus. Ja, warte auf Bus. Und auf Ritchie. Und auf Ritchie. Warten auf Ritchie. Ja. Small caliber. Not 9mm, it's like special ammunition. They will shoot, that was very good. But I never shot. Aber das Problem ist einfach, wir sind hier zeitlich so angespannt. Wir wollen ja weitere Projekte bringen und auch zeigen. Es wird vieles geben, es wird auch überraschende Sachen geben für euch. Aber leider die Meetings dauern und es dauert alles länger als geplant. Und deswegen müssen wir das abbrechen heute mit dem Livestream. Aber ich erzähle euch dann alles nächste Woche. Und ja, es kommen tolle Sachen auf euch zu. Aber die Situation ist heutzutage eher so, wann können die produzieren hier? Ja, hier meine Freunde hier, Sigi Pop und Outdoor Buddy. Hey. Ah, hallo. Where are my kids? Ah, they look around and the buttons and stuff with this here. Gerade ein bisschen in deine Kamera geblödelt. Ja, während du nicht hingeguckt hast. Ja, das sind die Sache Marianne Wiele. Also wenn ihr wissen wollt, was auf der Messe los ist, dann geht ihr zu Sigi Pop und Outdoor Buddy auf dem Kanal. Abo, Glocke, ist volle Programme, ihr wisst Bescheid. Da seht ihr, was hier los war. Ich habe es leider nicht gesehen. Check noch Episode. Die ganze YouTube-Prominenz hier am Stand. Ne? Zwischen Kaström und Lionsteel. Ja, Jas. Wir müssen mal kurz abfüllen. Jas-Messer. Ja, die Jungs haben hier fett aufgerüstet. Mit neuem Equipment. Da kann ich voll abstinken hier. Ja, früher mit dem Camcorder durch die Gegend geflitzt, gell? Ja, bin ich froh, dass ich das Zeug nicht mehr rumschleppen muss. Oh, das ist auch schön. Wenn wir es umschicken, gute Tipps. Sag mal was dazu. Was ist das neue? Das ist ein Messer. Das ist von Jas, der Prototyp für das neue Sprints. Sprints? Ja. Okay. Backlog Follow, G10 oder? G10 Backlog. Orangene Liner drunter. Ja, Drahtclip. Rosse Washer, schön.
Radclip. Bisschen Fishtail-Grip. 1,96. Super. Nice. Geil. Hast du Finger im Spiel? Ist er hergemacht. Ah, okay. Das war sein Ding. Schön Zweihand eigentlich, ne? Ja, es sind Zweihand. Du mal demonstrieren, Zweihand. Nein, nein. So geht Zweihand. Okay. 42A-konform. Erinnerung an mich hier rausschneiden, er demonstriert nochmal Zweihand. Zweihand-Folder. Ja, sehr gut. Ja, schön. Schön penetrierfreudig, vorne schöne Spitze. Ja, cool. Das ist schön. Schön leicht. Also fertig. Und sie sind ja nicht teuer. Oh, aber ich bin, ja. bin da noch ungeübt. Er hat ja gesagt Zweihand. Bewegungslegasthenie. Ja. Das ist das Muskelgedächtnis bei dir, ne? Schön. Nee, das ist Linkshänder-Tool. Na dann muss er ja, er ist Linkshänder. Schneide ich nicht, du hast nur ein Pflaster. Nee, ich hab gerade bei Felgen das Pflaster nachgeladen. Ja, keine Stahlleiner drunter, dann kannst du natürlich mit dem Gewicht runter, ne? Ja. Jetzt sind wir mal ehrlich, wenn du G10 drauf hast in der Masse, brauchst du doch keine Stahlleiner. Du musst damit ja nicht Beton oder Türen aufhebeln. Das ist ein Schneidwerkzeug und dann ist es leicht. Spürst du nicht in der Hosentasche? Ja, und vor allem das Material ist ja, das ist ja mittlerweile auch stabil alles. Fieberunterlagen drunter hast du ja. G10 drüber. Das ist ja kein Brecheisen. Zeig mal, was gibt es? Eigenes System. Oh ja, geil. Das ist richtig Fluglast. Das ist für welche? Schön. Der Mittelsperr war. Kann ich den von dir abholen? Von Max? Von Porto? Die Porto von die wir jetzt geschaut haben. Ja. This is really to shave. Yeah, but another one, the prototype that I saw for you. Here, let's see. Are you going to shave? Yeah. Where are you going to shave? I get some water here. Not there, eh? Not there. No. You have maybe two songs now for me. Ah, here we go. How we start with the production. How we start. You still have, you have the fish plate. No, no, I play. You have the two flippers. Yeah. And now you have this one. I can do. I'm not afraid. Kein Problem. You're not the rookie. When you come out with the new knives from my design, just put this sign by Michael Willemsen. Ja, live am Stand von Fox Knives. Haben wir hier ein paar schöne neue Modelle. Sind so im Stil natürlich wie bekannte Schweizer Werkzeuge, nur natürlich in richtig feinen Ausführungen. Wir haben hier die Modelle mit Aluminium und Böhler N96 Stahl. Da haben wir uns mal für die nur Klingenversion entschieden. In Blaze Orange und natürlich für alle, die schwarz mögen. Da haben wir natürlich auch im Hinterkopf, dass die wunderbar in unsere Wallets passen. Wenn sie noch ganz frisch sind, die TFG, die CBLTs, dann kannst du natürlich so eine kleine Klinge reinmachen. Du sagst, du brauchst nur eine Klinge. Aber wenn das mal ein bisschen getragen ist, das Wallet, und du hast ein bisschen mehr Platz dann im Leder mit der Zeit, durch Druck und Wärme passt sich ja Leder wunderbar an. Passen auch mal hier die größeren Modelle rein. Da haben wir uns für, sag ich mal, ein recht praktisches Modul entschieden. Für eben die üblichen Verdächtigen mit Dosenöffner, Flaschenöffner, Klinge und natürlich im Alltag sehr nützliche Schere. Da hier haben wir mal grün und blau genommen. Und jetzt zeige ich euch dann nochmal die anderen Modelle, sage ich mal, die etwas edlere Ausführung. Das ist hier mal dann mit Aluminium und Böhler N96 und die anderen kommen dann eben in Carbon und Titan. Die hole ich jetzt noch schnell. Ja, und hier haben wir, sage ich mal, die Luxusausführungen dieser kleinen Multifunktionstaschenmesser mit Titan und M93 in der nur Klingenausführung oder natürlich super leicht mit Carbon und M93. Die sind, sage ich mal, etwas größer als ein Classic. Bisschen mehr Schneide, kannst du ein bisschen mehr mit anfangen. Sie sind aber noch nicht so groß, dass du nicht sagen könntest,
du kannst sie nicht am Schlüsselbund tragen. Also die kannst du nach wie vor auch an einen Schlüsselbund machen oder in die fünfte Pocket Jeans stecken. Und hier gibt es natürlich dann auch noch die Ausführungen, ebenfalls M93 Klinge und wieder mit Dosenflaschenöffner. Das ist mal richtig schön scharf. Da ist natürlich kleiner, große Schraubendreher drin und die im Alltag sehr nützliche Schere. Super leicht und wie gesagt, mit der Zeit, wenn sich dein Lederwallet ein bisschen geweitet hat, kannst du die natürlich auch in dein Lederwallet machen. Und hier natürlich die absolute super Ausführung. Schön M93 Titan, dazu die Schere und das Ganze halt in Abmessungen, die immer noch super kompakt sind, aber natürlich etwas größer als ein Classic. Passt in die fünfte Pocket Jeans Hosentasche, passt nachher in den Wallet und du hast doch ein paar Basic Werkzeuge dabei und musst nicht auf pulvermetallurgischen Premium Stahl verzichten. Schere, also wunderbar, gefallen uns wirklich super die kleinen Taschenmesser. Oder hier natürlich die nur Klingenlösung. Wunderschön, edel. Und die Carbonausführung auch noch dazu, super leicht. So it's a good feeling in hand. This is one of our solid fixed blade knives. So these are mainly our the three families of knives we have. The very new ones are the Nano. It's our new folder. This one is the titanium variation. Then there will be also the carbon fiber and the canvas variation. It features a CTN Magna Cut plate. So it will be the next EDC folding knife we're having soon, maybe in May, around May, June, ready for delivery. Ja, Mahlzeit, Freunde. Ja, wahrscheinlich eine der letzten Aufnahmen hier von der IWA 23. Nochmal ein kurzer Sprung ins Pressezentrum gemacht. Und ja, da haben wir welche davon abstauben können. Ich meinte, ich schalte mal um und dann zeigen wir das nochmal genauer. Huch, was für ein Zufall. Hier auf der IWA Internet läuft Tools for Chance. Ja, Mikkel Willumsen. Wir waren gerade hier nochmal beim Stand und in ein paar Wochen kommt dieses neue Messer raus. Extrem cool. Hier mit dem patent abgelaufenen Access Lock. Kommt hier das Zero 7. Das wird es in verschiedenen Ausführungen geben, aber in dieser Modellreihe hier komplett all black mit der coolen Spear Tanto Klinge. Werden nur 150 Stück produziert und wir konnten uns dank den guten Beziehungen zu Mikkel 25 davon reservieren. Und das ist natürlich ein super Budget-Programm, ne? Also die werden unter 60 Euro kosten. Wahrscheinlich irgendwo so zwischen 56 bis 59 Euro. Und die Dinger sind der Hammer, die laufen wirklich. Also ich hatte schon einige Benchmade in der Hand. Ich will nicht sagen, dass es Benchmade-Qualität ist, das kannst du dem zu dem Preis nicht verlangen, aber es kommt dem Ganze schon ziemlich nahe. Ne? Wir haben ja so glasfaserverstärkte Kunststoffgriffe, 440C-Klinge. Und es ist wirklich eine coole Tanto-Klinge. Spielspaß ist hier natürlich auch gegeben, also das wird ein heißes Teil. Black, Tanto, Access Lock, Deep Carry Pocket Clip in Drahtausführung. Puh. Und das natürlich zu einem Hammerpreis. Also schaut da wieder mal rein, ne? Mikkel Willumsen, TFG. Da kommt demnächst was Cooles. So. Jetzt mache ich hier aber fertig und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder hier auf dem Kanal zu neuen Videos. Wir werden vielleicht noch hier beim Rausgehen oder so einen Clip machen oder irgendwas. Richie noch letztes Standman im Auto oder vielleicht auf dem Heimweg noch ein bisschen filmen, aber dann sage ich schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Das waren schöne vier lange anstrengende Tage hier in Nürnberg, aber obwohl ja in der Messerhalle nicht mehr so viel los ist, waren unsere wichtigsten Partner da und ich denke, das wird trotz allen Schwierigkeiten, die wir heutzutage haben, Lieferzeiten katastrophal. Ein ganz interessantes Messerjahr 2023. Also ich blicke äußerst positiv in die Zukunft. Also wir sehen uns, Freunde. Bis später. Ciao. No, come on. Okay. Come on. Yeah, he's strong. He's very strong. Come on, come on, come on. Come on, come on.
It's yeah. just the hand. But he's very strong. But he's good. Now I can. Oh, it's a little bit red. Yeah. You are strong too, man. But now I know I must have a little bit more training. More training. For the next meeting. Okay. Okay. Yeah. Bye bye.